Eine Straftat ist begangen worden. Es ist jetzt auch egal, was für eine Straftat. Jedenfalls wird in den Nachrichten gesagt, dass die Hintergründe der Tat noch unklar sind. Dort haben wir offensichtlich eine objektive Berichterstattung. Wenn die Nachrichten dann aber sagen, dass zum Beispiel ein Terrorakt nicht auszuschließen ist, dann wechselt für mich zumindest diese Berichterstattung von der Objektivität zur Subjektivität, auch wenn sie im Faktum gesehen keine Subjektivität, sondern eine Objektivität ist. Und da sieht man, dass die Nachrichten mithilfe von kleinen Anspielungen die Zuschauer bewegen können, Dinge zu denken, die eigentlich gar nicht so sind. In den Nachrichten kommen auch viele Dinge gar nicht vor, wirklich, die unsere Welt so beschreiben, wie sie eigentlich ist. Und deshalb habe ich in diesem Video ein paar Fakten, die ziemlich erstaunlich sind, wie ich finde, über die Welt gesammelt, die ich euch jetzt zeigen möchte, die so in den Nachrichten fast nie vorkommen. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu Mission Zukunft. Ja, als ersten Punkt möchte ich ansprechen die Todesursachen, die es auf der Welt gibt. Und da sind mir einige Sachen aufgefallen, die ich besonders erschreckend und interessant finde vor allem. Denn auf dem ersten Platz haben wir Erkrankungen wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Versagen und so weiter. Also alles, was mit Herz und Kreislauf zu tun hat. Auf dem zweiten Platz dann Krebs und auf dem dritten Platz Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel Lungenentzündung. Weiterhin ist es interessant zu wissen, dass auf unserer Welt, also auf der ganzen Welt zusammengenommen, pro Jahr etwa 6 bis 8 Mal so viele Menschen Suizid begehen, als Leute, die in Konflikten sterben. Konkret bringen sich pro Jahr 817.000 Menschen selbst um und 115.000 Menschen kommen in Konflikten ums Leben. Auf der ganzen Welt ertrinken sogar mehr Menschen, und zwar fast doppelt so viele Menschen, wie in Konflikten sterben. Also etwa 300.000 Menschen pro Jahr ertrinken. Und infolge von terroristischen Anschlägen sterben pro Jahr 34.000 Menschen circa. Und das ist ja wirklich eine sehr geringe Zahl im Gegensatz zu zum Beispiel Autounfällen oder LKW-Unfällen, alle Verkehrsunfälle zusammengenommen. Das sind nämlich 1,34 Millionen. Und da die 34.000. In Deutschland sieht das Ganze relativ ähnlich aus, ist aber doch ein wenig verschieden. Auf den ersten beiden Plätzen liegen wieder Herz-Kreislauf-Versagen und Krebs, danach folgen aber gleich die Folgen von Demenz. Letztes Jahr sind in Deutschland 512 Menschen ertrunken und ganze 27 durch terroristische Anschläge zu Tode gekommen. Schließen wir nun das Thema Tode ab und kommen zu einem weiteren nicht ganz so schönen Thema, und zwar den tierischen Produkten, die insbesondere in Industrienationen verzehrt werden und aber einen sehr schlechten Einfluss auf die Klimabilanz von zum Beispiel Deutschen haben. Laut einer Studie des WWF braucht jeder Deutsche eine Fläche von 2900 Quadratmetern für Textilien, Lebensmittelproduktion und so weiter. Alleine 1700 Quadratmeter gehen davon für die Produktion von tierischen Produkten drauf. Bei der Produktion von 1 Kilogramm Kartoffeln werden 0,62 Kilogramm CO2-Äquivalente produziert. Für 1 Kilogramm Rindfleisch sind es aber bereits 20,65 Kilogramm CO2-Äquivalente. Das ist das 20-25-fache. Unglaublich. Dabei wächst trotz der wachsenden Zahl der Vegetarier die insgesamt verspeiste Menge an Fleisch in Deutschland pro Person immer weiter an. Das bedeutet, in Deutschland sind wir schon bei 60 Kilogramm pro Jahr und Person. Und laut Forschern sind 30 Kilogramm pro Jahr und Person gesund. Allerdings liegt da Deutschland noch nicht ganz an der Spitze. Es ist zwar relativ weit vorne in Europa, aber zum Beispiel Amerika liegt oder die USA liegen bei 120 Kilogramm pro Person und Jahr. Das ist das Doppelte von Deutschland. Laut dieser genannten Studie des WWF ersetzt ein fleischfreier Wochentag für eine vierköpfige Familie 3600 Kilometer Autofahrt. Kommen wir zu Punkt 3, dem Kunststoff. Ja, seit 1950 wurden auf der Welt 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff hergestellt. Das entspricht dem Gewicht von 80 Millionen Blauwalen.
Während die Produktionsmenge des Kunststoffs immer weiter steigt, hört auch die Verschmutzung der Meere durch dieses Plastikzeug nicht auf. Jeden Tag gelangt etwa die Menge der Größe des Empire State Buildings in die Weltmeere. Forscher haben errechnet, dass, wenn die Verschmutzung so weitergeht, im Jahr 2050 das Plastik im Meer die Fische um das Dreifache aufwiegt. Kommen wir zum vierten Punkt, bei dem die Medien immer noch eine riesengroße Welle machen, und zwar der Flüchtlingskrise. Ich sage bewusst Krise, denn eigentlich ist es gar nicht so viel, und 2017 kamen nämlich 2,4 Flüchtlinge pro 1000 Einwohner erstmal als erstmalige Asylbewerber nach Deutschland. Schieben wir jetzt noch ganz kurz den fünften Punkt ein, und zwar laut einer Oxfam-Studie haben die reichsten 42 Menschen auf dieser Welt genauso viel Vermögen wie die ärmere Hälfte der Erdbevölkerung. Kommen wir zum sechsten Punkt, der wieder mal zeigt, dass die Menschheit doch nicht so schlecht dasteht und dass es ihr so gut geht wie noch nie, dass wir in keinem schlechten und kriegerischen Zeitalter leben, sondern dass die Menschheit nämlich um 83 Millionen Menschen pro Jahr wächst. Außerdem sind zwischen 1981 und 2012 54,7% der Menschen in absoluter Armut eben dieser entkommen. Das hängt natürlich auch mit dem Aufstieg Chinas zur Industrienation zusammen. Im Jahre 1965 lag die Lebenserwartung eines Menschen bei der Geburt noch bei 56 Jahren. 50 Jahre später lag diese Lebenserwartung schon bei 72 Jahren. Da merkt man, dass wir einen unglaublichen Fortschritt in Sachen Wissenschaft, Medizin und Technologie geschafft haben. Und der siebte Punkt ist Krieg. Ja, es gibt heutzutage immer noch gewaltsame Konflikte in vielen Ländern der Welt, aber das Wichtigste dabei ist, dass diese Konflikte nicht mehr zwischen zwei Ländern ausgetragen werden. Es gibt keine offenen Kriege zwischen zwei Ländern mehr. Es gibt zwar ja die Ostukraine und die Krim, aber das ist kein offener Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Es gibt heutzutage noch Bürgerkriege, aber dort gibt es deutlich weniger Opfer und deutlich weniger Brutalität, als wenn zwei Länder mit ihren gesamten Ressourcen und ihrer gesamten Population aufeinander losgehen würden. Das heißt, wir leben heutzutage in einer sehr friedlichen Epoche. Und das wird von vielen Medien häufig falsch dargestellt, und deshalb habe ich mich entschlossen, dieses Video zu machen. Am Ende dieses Videos kann ich als Fazit nur sagen, dass die Menschheit zwar schon sehr weit gekommen ist, aber noch eine Menge zu tun hat, bevor diese Erde wirklich geschützt werden kann, bevor die Menschheit hier lange und friedlich leben kann und nicht ihre Erde, ihren Heimatplaneten, ihr Haus, ihr Obdach selbst zerstört. Ja, danke, dass ihr das Video angesehen habt, und ich hoffe, ihr habt auch ein paar schöne Informationen mitgenommen, einiges behalten aus diesem Video. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, und hier könnt ihr mich noch abonnieren, und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch hier draufklicken, da kommt ihr zu einem weiteren Video von mir. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, bleibt gesund, macht's gut und ciao.